Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und noch viel schöner auch, dass Holger und Jens da sind von dem Verein Pödelwitzer Zukunft, die uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen werden, wie Pödelwitz denn ein Modellprojekt zur praktischen Umsetzung einer klimagerechten Digitalisierung sein kann. Genau, werden ein bisschen präsentieren und danach gibt es hoffentlich noch kurz Zeit für Rückfragen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und übergebe an euch beiden. Danke, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einführung. Ja, willkommen zum Vortrag über Pödelwitz. Wir zum Inhalt kurz, machen geschichtlichen Abriss kurz, dann den heutigen Stand, über unsere Vision erzählen wir, wie wir sie realisieren wollen und dann gehen wir noch ein bisschen in unsere IT-Infrastruktur. Genau, also Pödelwitz liegt in Sachsen, 20 Kilometer ist ein Dorf, sei gesagt, liegt 20 Kilometer südlich von Leipzig. Auf der rechten Seite könnt ihr schon blaue und schwarze Flecken erkennen. Das liegt nordöstlich, ist ein Neuseenland, ehemaligen Tagebaue. Und die schwarzen Flecken sind noch aktuelle. Tagebau Vereinigte Schlehenhain, Tagebau Peres und das Kreutzscher Dreieck umgeben Pödelwitz, sozusagen eine Halbinsel. Genau. Ja, und was wird in diesem Tagebau gefördert? Braunkohle. Das Bergbauunternehmen heißt Miprak. Das gehört einem tschechischen Konzern, EPH. Und in den letzten Jahren gab es jede Menge Widerstand dagegen. Hier sind so diese Strukturen so ein bisschen mal aufgeführt. Ja, laut momentan gültigem Kohleausstiegsgesetz wird das Kraftwerk in Lippendorf, also 2035, erst abgeschaltet. Und solange ist auch die offizielle Laufzeit des Tagebaus. Ist jetzt natürlich mittlerweile alles ein bisschen unklar, aber dazu später vielleicht noch etwas mehr. Ja, Pödelwitz ist ein sehr altes Dorf, ist schon über 700 Jahre alt. Wir wollen hier nur kurz die neuere lokale Historie, letztendlich zur Existenzfrage dieses alten Dorfes, so ein bisschen kurz anreißen. 2011 ging das los, dass die Miprak und die Landesregierung die Zerstörung für die Braunkohle eingeleitet haben. Es gab dann einen Umsiedlungsvertrag, es wurde eine Bürgerinneninitiative pro Pödelwitz gebildet, dann später ein Bündnis, Pödelwitz bleibt. Dann gab es 2018 und 2019 zwei Klimacamps von Anti-Braunkohle-Aktivistinnen und 2019 wurde dann Aufstand am Abgrund gegründet. Letztendlich ist dieses Projekt im Projektgarten in Pödelwitz immer noch angesiedelt und ein wichtiger Punkt im Ort, Treffpunkt, Austauschort. Und 2019 ist dann auch die sogenannte Arbeitsgruppe Dorfentwicklung entstanden, dazu auch später mehr. Ebenfalls in diesem Jahr gab es dann einen Koalitionsvertrag, der den Erhalt von Pödelwitz festgehalten hat und seit Anfang letzten Jahres haben wir Rechtssicherheit, dass Pödelwitz nicht abgebaggert wird. Pödelwitz ist durch seinen Widerstand gegen die Zerstörung bekannt geworden und nach dem Erhalt wollen wir als in Pödelwitz Lebende und Unterstützende nun auch weiter Verantwortung übernehmen. Wir möchten dazu beitragen, die Formen des zukünftigen Lebens zu entwickeln und zu gestalten und damit die Potenziale der hier lebenden Menschen augenscheinlich machen und sie stärken. Wir denken da unter anderem an die Fähigkeit zu Solidarität, Liebe, Kreativität, an den Wunsch, sinnvoll beizutragen und dazu gemeinsame Wohlbefinden im Blick zu haben. Heute sieht es in Pödelwitz so aus, dass 30 Bewohnerinnen noch dort sind. 2011 waren es noch 134. Der Verein wurde im Februar 2021 gegründet und hat mittlerweile sogar zwei bezahlte Stellen. Ähm,
Die Dorfentwicklung, die eigentlich der Verein ist, besteht aus Wohninteressierten, arbeitet an Nutzungsideen und Konzepten, worin in der Dorfentwicklung ist auch der Projektgarten und bereits sind schon eine Blühwiese, ein Kräutergarten entstanden und die Kirchgemeinde und Kommunalpolitik sind sehr bestehende aktive Akteure. Nun wollen wir unser Dorf mit klima- und sozialgerechten Anspruch wiederbeleben, orientiert an den Bedürfnissen der aktuellen und zukünftigen Bewohnerschaft. Sie orientiert sich auch am Wunsch, eine Welt aufzubauen, die Platz hat für viele Welten und die von wechselseitiger Verbundenheit ausgeht und der Notwendigkeit gegenseitigen Respekts gegenüber Ökosystemen, Lebewesen und menschlichen Bedürfnissen. Damit Dörfer wie Pödelwitz, die erheblich vom Kohleabbau beeinflusst wurden, für die kommenden Jahrzehnte zukunftsfähig sind, halten wir es für unabdingbar, starke und resiliente Dörfer und Dorfgemeinschaften zu gestalten, die einen Geist der Kooperation und Verantwortlichkeit leben. Ja, das wollen wir also machen und dafür gibt es auch einen Plan. Die schon erwähnte AG Dorfentwicklung wirkt also auf die Wiederbelebung des Dorfes hin. Es gibt Anfragen von mehr als 22 Wohnparteien mit insgesamt über 100 Menschen mit vielfältigen Ideen zu Wohnformen und es entsteht eine offene, nachhaltige und sich unterstützende Dorfgemeinschaft und resiliente Kreisläufe im Dorf. Hier mal so ein bisschen zusammengefasst, was diese Menschen mit Wohninteresse so an Ideen haben. Möchte ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall oft kommt vor, dass sie solidarisch wohnen wollen, vielfältig. Es soll ein betreutes und doch selbstständiges Wohnen für Autistinnen geschaffen werden, eine Dorfbäckerei, ein Laden, Seminarhaus, solidarische Landwirtschaft, ein Lehmbauzentrum, auf eine IT-Werkstatt zum Beispiel. Genau, ein Lehmbauzentrum zum Beispiel auch deswegen, weil das Dorf alte Fachwerkhäuser hat, Umgebindehäuser. Und es ist ein Wunsch ist halt, das Dorf zu erhalten und damit die alten Häuser nicht abgerissen werden, ne? Also einen ökologischen Sanierungsbau im Endeffekt zu machen, mit Hilfe tradierten Handwerks auch. Ja. Ja, diese ganzen Ideen haben wir dann versucht zusammenzufassen in einem sogenannten integrierten Gesamtkonzept, was wir dann auch vorgestellt haben im zuständigen Stadtrat in Kreutsch. Ja, hier sind so ein bisschen Ausschnitte aus diesem Gesamtkonzept. Genau, in den Konzeptwerkstätten widmen wir uns der Nachhaltigkeit aus lokaler Perspektive. Und wir fragen uns, wie können die Gebäude und Flächen zur Dorfentwicklung genutzt werden? Wie entsteht eine örtlich solidarische Landwirtschaft? Wie können ansässige Landwirtinnen aus der Region die Nachhaltigkeit ihres Anbaus bewerten? Was braucht es für eine lokale Energieproduktion? Welche Bildungsangebote können wir dazu schaffen? Genau. Also wie auch diese Dinge alle miteinander verwoben sind. Sei es in offenen Werkstätten, in Häusern, in denen Menschen ohne Eigentum ihr Recht auf Wohnen leben, in offenen Materiallagern zum Re- und Upcyclen, in Gemeinschaftsgärten, in gemeinschaftlichen Betrieben, in BürgerInnen-Cafés, in IT-Projekten, die zum Beispiel Betriebsprogramme entwickeln und frei verfügbar machen. Wir sehen uns verbunden mit all diesen Projekten und Räumen, wo Menschen zusammenkommen und durch Teilen unterstützen und Gemeinsames wiederherstellen, das Wissen und die Fähigkeiten wieder verbreiten, die uns im Kapitalismus abhanden gekommen sind und drohen weiter abhanden zu kommen. So, ich denke, viele haben jetzt auch hier an diesem Wochenende schon was von Commoning und Commons gehört. Das sind auch Konzepte, die wir versuchen, damit einzubauen. Das Commons-Institut hat ein Konzept für ein selbstorganisiertes Versorgungszentrum als Beitrag zur nachhaltigen Dorfentwicklung und ländlichen Daseinsvorsorge entwickelt, ist momentan im Entwurfsstatus und wir überlegen, das gemeinsam weiterzuentwickeln und auf Pödelwitz anzuwenden quasi. Genau. Ja.
Einige Module sind dann zum Beispiel eine offene Werkstatt, eine solidarische Landwirtschaft, Gemeinschaftsgarten, also die gemeinschaftliche Teilhabe vieler verschiedener Ideen oder die Umsetzung dessen. So, jetzt vielleicht also noch ein paar Einblicke zur Arbeitsstruktur. Wie schon öfter erwähnt, jetzt gibt es also die AG Dorfentwicklung seit 2019. Mit der Zeit ist diese Arbeitsgruppe gewachsen und es haben sich weitere teilautonome Unterarbeitsgruppen zu verschiedenen Fachgebieten, Lebensbereichen, Themen gebildet, also zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Energie, IT-Infrastruktur, Rechtssicherheit, Vergesellschaftung, essbares Dorf, Zuzug. Und auch noch einige weitere. Die Entscheidungsfindung findet basisdemokratisch bzw. soziokratisch statt über ein Delegiertensystem. Eine entsprechende kommunale Verfassung haben wir auch erarbeitet. Ja, zur Öffentlichkeitsarbeit machen wir auf vielseitigen Wegen. Also wir haben natürlich eine Website, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da finden sich auch immer aktuelle Informationen. Dann sind wir auf Mastodon aktiv, kommen aber, ich denke, wie viele andere Projekte auch, nicht drumherum, auch das mit Twitter zu verbrücken. Und natürlich machen wir auch einiges vor Ort, wie zum Beispiel letztes Jahr ein Dorffest, wo wir so Teile der Vision so ein bisschen mal gestalterisch, analog dargestellt haben und Leute eingeladen haben, das irgendwie so ein bisschen aufzunehmen und ein Gefühl dafür zu entwickeln und in Dialog, Austausch zu kommen. Ja, und dann ist bei dieser ganzen Arbeit auch natürlich viel politische Arbeit. Dazu haben wir zwei Positionspapiere entwickelt, 2020 das erste und dieses Jahr jetzt ein aktuelles, überarbeitetes, aktualisiertes und strukturierteres Positionspapier. Könnt ihr euch auch alles auf der Website angucken und durchlesen? Genau, zusammengefasst sind das 12 Grundsätze. Zum Beispiel, wir wollen kollektive und hierarchiearme Entscheidungsprozesse im Dorf leben. Oder wir wollen das Dorf auf eine inklusive, gemeinschaftsbildende und ökologische Weise wiederbesiedeln. Oder wir wollen Pödelwitz als Ort erfolgreichen zivilgesellschaftlichen Widerstands erhalten. Wir wollen einen klima- und sozial gerechten Strukturwandel in der Region fördern. Pödelwitz kann damit zu einem Modell für einen Strukturwandel nach dem Kohleausstieg werden und weiter wirken in der globalen Bewegung zur sozial-ökologischen Transformation des kapitalistischen Zivilisationsmodells. Ziel ist es, ein solidarisches und zukünftiges Zivilisations- und Gesellschaftsmodell, das dringliche Themen wie Ernährungssouveränität, soziale und globale Gerechtigkeit und für alle verfügbaren Wohnraum ausprobiert, erlernt, umsetzt und vermittelt. Ja, dazu braucht es natürlich irgendwie auch Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Akteuren, die in und um Pödelwitz aktiv sind. Also einmal haben wir da die gegenwärtige und auch zukünftige Dorfgemeinschaft, die Klimagerechtigkeitsbewegung, die Kirchgemeinde, die auch ziemlich aktiv ist. Dann natürlich den Freistaat Sachsen, Landkreis Leipzig, die Stadt Kreuth und auch die MIPRAG. Wie stellen wir uns das vor? Also in Form von gemeinsamen Gesprächen, Projekte entwickeln, in Zusammenarbeit, Transparenz, sehr wichtig, und eine Vergabe nach Konzept. Die Ziele sind aktives Mitspracherecht, die Entwicklung einer offenen und sich unterstützenden Gemeinschaft und natürlich nachhaltiges, ressourcenschonendes und sinnstiftendes Handeln. So, nun haben aber die anderen Akteurinnen auch andere Pläne. Die Anrainer, Kommunen und die MIPRAG verbreiten immer noch Vorstellungen von einer Flutung dieser Löcher und das Entstehen eines Sees. Trotz der Wasserknappheit, die zunehmend problematisch wird, der regionale Planungsverband hat auch gewisse Problematiken bei der Anpassung der Metaplanung. Es herrscht also da ziemliche Planungsunsicherheit, gerade auch durch die sonstigen politischen Umstände, und es wurde eine Lobby-Strukturentwicklungsgesellschaft gegründet. So, wie sieht das Ganze aus? Hier mal dargestellt von der MIPRAG, also die Planung 2019, da ist Pödelwitz, also wäre da,
wäre da nicht mehr da. Das wurde geändert. Planung 2021, Pödelwitz bleibt da, ist so eine Art Halbinsel in dem See. Ja, was natürlich ein fragwürdiges Konzept ist, aber das ist der momentane Stand. Dann gibt es natürlich das Strukturstärkungsgesetz für den Strukturwandel in den Kohleregionen, wo jede Menge Geld vorhanden ist, das da irgendwie auch reinfließen soll in diese Regionalentwicklung. Es gibt Bundesprojekte, ja, mit verschiedenen Förderbereichen, also das Übliche. Aber wie hier zu sehen ist, natürlich ist da auch Digitalisierung, Breitband- und Mobilinfrastruktur dabei, wo wir uns dann auch gerne mit einklinken würden. Ja, und nun, also momentan haben wir einen Zustand, dass Stagnation stattfindet vor Ort. So eine Art komplexe, multikausale Planlosigkeit, würde ich es mal nennen, und auch Überforderungen der Akteurinnen. Und es bedarf also, um das irgendwie aufzulösen und weiterzukommen, unserer Meinung nach Dialog, Reflexion und auch eine Besinnung auf Werte. Und natürlich ist die Frage zu stellen, wie und was hat Digitalisierung damit zu tun? So, und um das da weiterzukommen, haben wir jetzt seit diesem Jahr ein sogenanntes Zukunftsforum Pödelwitz, was ein Ort der Demokratie ist. Das ist ein Programm vom Demokratieministerium in Sachsen, wo also Orte des Gemeinwesens im ländlichen Raum gefördert werden, die Visionen von demokratischer Praxis umsetzen für ein schöneres und besseres Miteinander mit allen, die vor Ort etwas bewegen wollen. Ja, das noch ein schönes Zitat eigentlich von unserer Demokratieministerin. Mit unserer Förderung wollen wir zeigen, dass die Auseinandersetzung über alle kleinen und großen Fragen von Zusammenleben und Politik möglich ist. Damit können wir die demokratische Streitkultur zu neuer Blüte bringen, ohne dabei zu spalten. Unserer Meinung nach ein sehr guter Ansatz. Zum Zukunftsforum gibt es auch ein Konzept, was wir entwickelt haben. Es soll also Mittelpunkt des Austauschs über eine sozial und ökologisch nachhaltige, klimagerechte und demokratische Zukunft für Pödelwitz, aber auch die Stadt Kreutsch und das gesamte Revier sein, im Kontext des notwendigen Strukturwandels. Dazu kommen also demokratiedidaktische Methoden und Maßnahmen zur Anwendung, die alle in einen möglichst konstruktiven Austausch bringen. Im Prinzip eine Realisierung einer partizipativen Demokratie im Kleinen. Dazu gibt es verschiedene Formate, Dialogformate und auch Workshops zur Weiterbildung und ja, und demokratische Beteiligungsformate wollen wir also im Rahmen dieses Förderprogramms weiterentwickeln, neu konzipieren und unter fachkundiger Begleitung dann ausprobieren und ja, das Ganze auch dokumentieren und analysieren, um dann die Erkenntnisse, die da rauskommen, auch nachhaltig nutzen zu können, als im Sinne eines Modellprojekts. So, was bedeutet das hinsichtlich der IT? Also da sind natürlich auch einige Investitionsmittel dabei, also zum Beispiel für einen Server, Netzwerkausbau, Veranstaltungstechnik und auch so ein paar Terminals. Dann ist angedacht eine begleitende Softwareentwicklung, also in sinnvoller Art und Weise nach konzentrierten Kriterien. Bildungsveranstaltungen werden organisiert und ja, und letztendlich wollen wir uns auch damit beschäftigen, wie wir also einen guten Umgang mit IT finden können, in einer Dauerkrisensituation letztendlich und während die Hütte abbrennt, sozusagen. Dafür gibt es dann auch die IT-Infrastruktur, die sich also um Pflege, Weiterentwicklung und Administration der Infrastruktur kümmert, unter den Grundaspekten, dass möglichst vollständige Nutzung von freier Software und auch Hardware stattfindet. Und Effizienz, Suffizienz und Nachhaltigkeit sind natürlich sehr wichtige Themen da. Es werden Projekte und Konzepte entwickelt, auch mit externen PartnerInnen. Und die erarbeiteten Lösungen sollen frei zugänglich gemacht werden. Und natürlich ist auch viel Weiterbildungsarbeit notwendig. So, was sind da so die Problemfelder? Will ich jetzt auch nicht mal einzeln durchgehen. Ich denke, die meisten Menschen sind sich hier dessen bewusst, sozusagen, was hier so steht. Das sind so die allgemeinen Probleme im Umgang mit Digitalisierung. Die haben wir natürlich auch vor Ort. Ja, und tatsächlich haben wir auch immer die Erfahrung, dass irgendwie so diese ganze Tragweite des Problems oder
na gut, Problem ist vielleicht schlecht ausgedrückt, aber von Digitalisierung und auch der damit verbundenen Herausforderung irgendwie gar nicht bewusst oder erkannt ist. Also dass auch sehr viel Bildungsarbeit notwendig. Pödelwitz ist eben auch ein schöner Ort, wo sich jetzt durch die Geschichte im Prinzip die Klimagerechtigkeitsbewegung und die, ich nenne es mal Tech-Szene, irgendwie zusammenkommen können und gemeinsam was entwickeln können, weil sie tatsächlich auch viele Gemeinsamkeiten haben, aber natürlich auch unterschiedliche durch die Geschichte bedingte Kompetenzen aufgebaut wurden, Erfahrungen gemacht wurden und das unserer Meinung nach sehr gut zusammen funktionieren kann und auch wirklich ein sinnvolles Ergebnis bei rauskommen könnte, so in so ein kleines Modellprojekt wie Pödelwitz es sein kann halt. Ne? So, letztendlich, ja, und nun? Nun gibt es diese Bits und Bäume Forderung von 2018, 11 und jetzt waren es 5, glaube ich, oder so, ist auch egal die Zahl. Ist alles wichtig und schön, ist immer die Frage, ist jetzt so Kampf gegen die Windmühlen, und aber ein weiteres Ding ist, dass sie eben an Politik, Management, Wirtschaft adressiert sind im Wesentlichen und so begrenzt anwendbar sind auf eigenes Handeln halt, ne? Also so, wenn wir jetzt an Bildungsarbeit denken, was wir da den Menschen erzählen können. Deswegen versuchen wir das irgendwie auf lokale und individuelle Ebene runter zu holen und konkrete individuelle Handlungen abzuleiten. Das Konzept ist auch im Rahmen der Bits und Bäume Bewegung so ein bisschen entwickelt worden schon. So, dann gibt es natürlich so jetzt als IT-Mensch verschiedene Sachen, die Mensch da machen kann, um, ja, es ist viel erklären und diskutieren, was hier und da mal eskaliert, demotiviert oder auch ergebnislos bleibt. Aber es gibt auch immer wieder Erlebnisse, wo es solche Aha-Momente gibt und da wirklich Menschen mehr verstehen und auch irgendwo ermächtigt werden, so mit der Infrastruktur, mit den IT, mit den IT-Strukturen, die sie verwenden, auch sinnvoller umzugehen und sie sinnvoll zu verwenden. So, dann vernetzen wir uns natürlich dazu mit allen möglichen Gruppen. Hier sind ein paar aufgeführt. So eine Idee ist vielleicht noch, aber da, wenn da Interesse besteht, gerne nochmal auf uns zukommen. So eine Bits und Bäume Regionalgruppe Halle Leipzig und Halle Leipziger Land, weil das so eine, Mensch würde es vielleicht Metropolregion nennen, ist, wo es sowas bisher nicht gibt, unseres Wissens. Ja, so, jetzt noch ein bisschen ein paar Sachen zur IT-Infrastruktur in Pödelwitz, wie da so der Stand und die Entwicklung sind. Zunächst haben wir natürlich angefangen, irgendwelche Services über die bekannten Tech-Kollektive zu nutzen. So, mittlerweile hat sich das so ein bisschen ausgebaut, ist hier dargestellt. Also wir haben, so ein Forum, aber da nehme ich vielleicht lieber die Folie, also einen virtuellen Server, weil Internetanschluss ist auch noch so ein bisschen schwierig in Pödelwitz. So, anfangs hatten wir eine chaotische Sammlung von vielen Gruppenchats, bekanntes Problem, auf Wire lief das damals, hat mit dem Wachstum der Struktur dann irgendwann nicht mehr gut funktioniert, deswegen sind wir dann umgestiegen auf ein themenbasiertes Diskussionsforum mit eingebauter Chatfunktion, also ein bisschen aufgebohrtes Diskurs letztendlich. Dann natürlich eine Nextcloud und Erweiterungen zum kollaborativen Arbeiten, also Kalenderschichtplan, Kanban, Projektmanagement, ein Geoinformationssystem haben wir mittlerweile am Laufen. Dann natürlich ein Mail-Server, wobei da die nötige Krypto-Party noch aussteht. Auch da freuen wir uns über Support. Jetzt für diese didaktische Arbeit im Wesentlichen. Erstmal haben wir noch ein Online-Umfragetool jetzt auf dem Server laufen. Ja, und die ganze Zeit läuft einfach sehr viel Bildungsarbeit. Ja. Das ist so das Forum, wie das dann so aussieht. So, nächste Schritte. Momentan wird gerade Glasfaserkabel verlegt, das dann symmetrisch bis 10.000 Megabit pro Sekunde
schaffen soll. Sind dabei, einen weiteren virtuellen Server bei Flokinet anzuschaffen. Und perspektivisch ist natürlich die Idee, auch lokal einen Server aufzustellen oder mehrere. Dann ein frei verfügbares Dorfnetz über Freifunk. Momentan sind wir dabei, noch ein Projektorganisationstool zu installieren und zu integrieren in die bestehende Infrastruktur. Dann ist angedacht App-Entwicklung, also zu Mobilität und Commons-Verwaltung. Und dann natürlich sowas auch wie ein Fediverse-Server, ein Matrix-Server. Und was Ideen haben wir sehr viele. Dann im Bits und Bäume Forum haben wir uns auch mal durchgestöbert. Sind auch viele Dinge, die uns auch interessieren würden, die so mehr oder weniger gut ausgearbeitet sind. Oder manchmal sind es auch einfach nur Ideen. Also es ist für uns auch sehr hilfreich. Und ich denke, wir werden es in Zukunft auch mehr nutzen und uns darüber auch mit vernetzen. So. Dann sind wir jetzt mit dem Input soweit durch. Und bei Mitwirkungsinteresse, Ideen, Fragen, Antworten, Anmerkungen gerne jetzt hier. Wir würden gerne noch mit euch ein wenig diskutieren oder es dann auch später, wenn Menschen besonders interessiert sind, auch gerne draußen irgendwo im Forum fortsetzen. Wir können es natürlich auch über E-Mail initial am besten erreichen oder auch gerne mal vorbeikommen. Kuchensonntage oder auch so mal am besten auch vorher Bescheid sagen, weil einfach die Kapazitäten auch beschränkt sind. Ja, unter anderem deswegen, weil wir natürlich auch noch solidarisch jetzt mit anderen Strukturen sind, also wie die auch gerade viel Support gebrauchen können, also wie Lützerath und der Haibo. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch für den Einblick in Pödelwitz und was da so passiert und in Zukunft passieren wird. Tatsächlich haben wir sogar noch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe nämlich gesehen, dass wir bis 10 nach tatsächlich Zeit haben. Also es gibt genügend Zeit für Fragen, wenn welche da sind. Gerne einfach die Hand heben und dann würde ich einmal angerannt gekommen und das Mikro übergeben. Ha, da ist schon die erste. Hallo, ich bin Steffen. Ich wollte fragen, ihr hattet ja geschrieben, dass da im Wesentlichen das Dorf einmal entvölkert wurde und jetzt langsam wieder aufgebaut wird. Lebt da, also wie viele Leute leben da noch, da die auch 2011 schon dort gelebt haben? Und muss man da jemanden mitnehmen oder organisiert sich das jetzt quasi alles neu und man wählt die Leute aus, die damit dazukommen oder wie ist das da sozusagen gedacht? Es sind noch 6 Familien. Ich glaube, circa 30 Menschen, die teils aktiv sind und mitgestalten, teils auch eher passiv, aber befürwortend des Dorfentwicklungsprozesses. Das ist natürlich auch eine interessante Gestaltung, die Menschen, also wie wir mit unterschiedlichen Visionen da zusammenkommen und das zusammen versuchen, dann wiederzubeleben, ja. Hm. Ja, ich denke, das ist auch diese Diversität, die darin ist halt. Ne? Also wir versuchen auch noch an anderen Stellen diverser zu werden, aber wir haben schon so eine, ich würde es mal nennen, auf so einer Bürgerlichkeitskoordinate irgendwie schon eine recht hohe Diversität. Und der Vorteil ist, es gab ja nun diesen gemeinsamen Widerstand, was wir so angerissen haben, und so im Folge dieses gemeinsam gegen was sein, kommen sich natürlich Menschen näher, lernen sich zu verstehen und sich wertzuschätzen. Und da versuchen wir im Prinzip da so eine Kontinuität rauszumachen, dass das sich dann praktisch auch dahin fortsetzen lässt, jetzt gemeinsam für etwas zu sein, was natürlich viel, viel komplexer ist und schwieriger halt. Ne? So, wir probieren es. Mal sehen. Ja, hier gibt es eine weitere Frage. Ich habe gleich 2 Fragen. Die eine war, auf einer Folie stand, dass 80% der Gebäude der Bergbaufirma gehören. Wie funktioniert das? Werden die zurückgekauft oder was habt ihr da für Pläne? Und
In der Überschrift stand ja klimagerechte Digitalisierung. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch nicht alles verstanden, ich bin keine Technikerin. Hm. Habt ihr da schon konkrete Pläne, wie das klimagerecht werden soll? Bist du die Erste? Was war die Erste? Die Häuser. Genau. Wir sind an die Firma herangetreten. Bis jetzt sagen sie, dass sie die Häuser nicht verkaufen wollen. Also sind ein Immobilienunternehmen. Alles Weitere sind jetzt Spekulationen. Ja, also der momentane Stand ist, es ist nichts zu kaufen in Pödelwitz. Also im Speziellen nicht von der Bergbaufirma. Und ansonsten sind natürlich jede Menge Gerüchte unterwegs, aber die wir jetzt hier jetzt, glaube ich, nicht weiter verbreiten. Also es ist aber halt, konstatieren möchte ich, es ist intransparent, es wird immer irgendwas gestreut, taktiert und irgendwas läuft, aber wir wissen es nicht. So, und genau, das ist ein Riesenproblem, weil wir wollen ja konstruktiv daran arbeiten. So, und zur zweiten Frage, klimagerechte Digitalisierung, ja, ist tatsächlich, ich denke jetzt, dieses Wochenende, diese Zusammenkunft, diese Tagung, also hat mir persönlich da viele Impulse gegeben, was da Konzepte sein können. Und ich habe das Gefühl, es ist sehr viel schon da. Und das, was mir durch den Kopf geht so die ganze Zeit ist, ja, dann lasst uns doch irgendwie gucken, wie so verschiedene Konzepte, die jetzt hier in dieser Community unterwegs sind und entwickelt werden, sich miteinander verbinden lassen und dann genau das zu versuchen, eben eine klimagerechte Digitalisierung, also im Kleinen, was natürlich irgendwo viele Ebenen hat halt. Ne? Das, also wir können jetzt auch nicht sagen, ja okay, wir machen jetzt hier da unser autonomes Dorf, machen da hier klimagerechte Digitalisierung. Das funktioniert natürlich nur mit den anderen Ebenen auch zusammen. Also es muss halt alles zusammenwirken und genau das ist ja auch das Problem, die Komplexität des Ganzen halt. Ja? Aber wir versuchen da den Beitrag jetzt durch Entscheidung jetzt, es geht da los bei Verwendung von freier Software zum Beispiel halt, Open Source Hardware ist zum Beispiel so ein Ding, dass ich Dinge reparieren lassen und tatsächlich auch, dass wir es, denke ich, nicht übertreiben und nicht jeden kleinsten Winkel irgendwie versuchen durchzudigitalisieren, sondern genau darüber nachdenken, wo ist es sinnvoll, wo können wir das sinnvoll einsetzen. Und wo eben auch nicht, wo funktioniert das vielleicht auch besser ohne? Ja. Dankeschön. Eine weitere Frage. Hallo, danke für den Vortrag auf jeden Fall. Ihr meintet, die MIPRAG ist jetzt nicht so der Gesprächspartner im Moment, aber wie sieht es denn mit der Politik aus? Wie positionieren die sich gegenüber euch als Verein? Sind die da eher so auch unterschiedlich vielleicht die verschiedenen Ebenen? Also ihr sagtet, ihr wart beim Stadtrat, habt das Konzept vorgestellt, wie haben die da reagiert? Genau, was kriegt ihr da für Feedback? Ja, sehr gut, Frage. Und auch eine interessante Entwicklung. Auch das ist ja jetzt kein statischer Zustand, sondern auch irgendwo so eine Entwicklung. Anfangs wurden wir natürlich irgendwo halt, es gibt ja diese Widerstandsgeschichte. Es gab auch in dem Tagebau von Ende Gelände Baggerbesetzungen und sowas halt. Ne? Und eine gewisse Art Eskalation. So, und jetzt hat sich das natürlich die Umstände völlig geändert, so, aber die Geschichte ist ja trotzdem da und das wirkt ja weiter. So, deswegen haben wir jetzt erstmal viel Arbeit, irgendwie sozusagen dann so einen Schritt wieder aufeinander zuzugehen und irgendwie zu signalisieren, ja okay, wir wollen da jetzt wirklich konstruktiv dann, da es nur feststeht, dass es nicht abgebaggert wird, da konstruktiv was entwickeln und wurden anfangs nicht ernst genommen. Halt, ne? Weil die Konzepte nicht gut entwickelt waren und das auch alles, ne, so ist auch viel so eine Sprachproblematik, einfach wenn Begriffe verwendet werden, die dann irgendwo, naja,
nicht gut funktionieren oder auch andersweitig belegt sind, in anderen Bubbles nenne ich es jetzt mal, dann führt das zu Missverständnissen. Und an sowas haben wir erstmal viel gearbeitet. Dann kam hinzu jetzt diese Förderung vom Justizministerium oder Demokratieministerium, das ein Ministerium. So, das hat dazu geführt, dass wir da doch mehr so, naja, auf Augenhöhe würde ich es jetzt nicht nennen, aber irgendwo zumindest ernst genommen werden. Haben wir das Gefühl, also auch an dem Feedback. Es findet natürlich ständig irgendwelche Kommunikation statt. Unserer Meinung nach zu wenig, aber das liegt auch daran, dass sie natürlich jetzt alles Mögliche zu tun haben und selber sehen müssen, dass sie mit ihren Kapazitäten klarkommen, um jetzt irgendwo, weil das eben auch nicht so einfach ist, an diese Strukturwandelgelder irgendwo irgendwie ranzukommen. Genau. Insofern würde ich sagen, das entwickelt sich momentan ganz gut, aber es ist auch noch viel Luft nach oben. So, das war zur Kommunalpolitik. Dann vom Land Sachsen sieht es, das sieht man schon über diese Förderung, die nicht unerheblich ist, jetzt auch in finanziellen Aspekten gesehen. So, also da ist schon durchaus mehr Begeisterung für unsere Ideen, aber die haben natürlich jetzt auch nicht so wirklich da die Hebel, um die Kommunalpolitik entsprechend zu beeinflussen halt, ne? So, es muss halt auch immer gesehen werden, dass natürlich das auch miteinander verschränkt ist, dieser große Betrieb sozusagen, der halt Gewerbesteuer bringt für die Kommune und letztendlich hängen die da auch so ein bisschen dran oder sind halt in gewisser Weise auch abhängig, um irgendwie als Kommune irgendwie ihre Finanzierung noch hinzubekommen. So sehen wir natürlich auch. Über sowas sollte offen geredet werden und es sollte eben nicht in irgendwelchen Hinterzimmerchen da irgendwelche Pläne und Entscheidungen gemacht werden, sondern eben alle einbezogen werden. So ist ja alles okay, ja. So viel zur Politik vielleicht. So. Für Details können wir uns dann gerne nochmal nicht öffentlich unterhalten. Oder so. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, danke euch für die Einblicke nach Pödelwitz. Ihr habt ja kurz erwähnt, ihr versteht euch als Reallabor und ich denke auch, dass so unter Transformationsgesichtspunkten Reallabore eine mega Verantwortung schon fast haben. Ne? Was plant ihr jetzt so von der IT? Wie dokumentiert ihr? Wie lernt Berlin von Pödelwitz? So, ne? Weil ich meine, letztlich entstehen da Konzepte, die auch für Kieze interessant sein können oder müssen sogar. Ja, also wie auch schon anklang, es wird natürlich, also alles, was wir entwickeln, wird freie Software sein. Also was anderes kommt nicht in Frage. Insofern ist das dann so verfügbar. Dann müssen wir natürlich, deswegen ist das jetzt hier auch so ein bisschen eigentlich der Versuch, da ein bisschen mehr Unterstützung noch zu bekommen von IT-fähigen Menschen irgendwie halt, weil es auch viel Arbeit ist, wenn das halt so dokumentiert werden soll, dass es auch wirklich gut weiterverwendbar ist. Ja, also beziehungsweise werden wir das auch natürlich nicht alles alleine machen, sondern das lässt sich ja auch gut verteilt, so Crowd-basiert Konzepte entwickeln. Ich sehe da unsere Aufgabe eher so an der Definition, das meinte ich auch so mit diesen konzentrierten Kriterien halt zu liefern, okay, wie ist jetzt unsere Sozialstruktur in dem Dorf irgendwie, worauf müssen wir achten? Also so im Prinzip ich mag es nicht so sehr, dieses agile Projekt, das ist auch so ein bisschen, ja, egal, aber es ist eben genau wichtig, irgendwie sich anzuschauen, und das können wir, glaube ich, leisten, irgendwie so, okay, diese Menschen, die da vor Ort sind, wo gedacht ist, die sollen dann damit irgendwie möglichst gut arbeiten können mit diesen IT-Systemen. Was erwarten die von diesen Systemen? Was müssen die leisten? Und in welcher Art und Weise, lassen sich eben gut so User-Interfaces und sowas machen. Also ich denke, das können wir leisten, aber die eigentliche Entwicklungsarbeit sehe ich beim momentanen Stand, also ich weiß nicht, wie sich es entwickelt, also vielleicht kriegt man da auch irgendwie eine schöne Hackbase irgendwie hin oder so.
Wir wissen es nicht. Viel ist möglich. Ja, und ihr seid gerne eingeladen, mitzuwirken. Ja, ein Aufruf an alle, nach Pödelwitz zu kommen. Gibt es noch weitere Fragen? Noch eine? Nee, mir ist nur gerade eingefallen, es wird ja jetzt gerade an allen Ecken und Enden durch die Energiekrise, werden ja wieder alte Diskussionen, werden Kernkraftwerke lange laufen. Gibt das bei euch in der Region auch, dass da jetzt überlegt wird, ja, wir brauchen jetzt doch weiter die Braunkohle, wir wollen weitermachen, und beeinflusst das euch? Also ich könnte mir vorstellen, dass da manche auf diese Idee kommen. Ja, natürlich. Ganz konkret ist es so, es gibt ja dieses Kraftwerk in Lippendorf, was systemrelevant ist, weil es so ungefähr 60% der Fernwärmeversorgung von Leipzig produziert. So, dann hat die Stadt Leipzig, jetzt im Süden von Leipzig, ein neues Gaskraftwerk aufgebaut, was Ende dieses Jahres, also jetzt ungefähr, in Betrieb gehen sollte, um praktisch dieses Kohlekraftwerk abzulösen und womit es dann nicht mehr systemrelevant wäre. Und dann ist es schon eine ganz andere Nummer und Diskussion auch. So, aber nur ist es ja nicht so. So, also insofern ist jetzt, also da ich sag mal so unter der Haube raucht es da, glaube ich, gerade ziemlich. Wir bekommen nicht viel davon mit. Es gehen irgendwelche Gerüchte rum, zum Beispiel auch, dass jetzt dieser Tagebau, der so ein bisschen weiter südlich ist, Richtung Kreutsch, das Kreutscher Dreieck, da war auch ein Ort bedroht, ein Dorf, Obertitz sozusagen, wo aber eigentlich, aber eben nicht so verbindlich wie für Pödelwitz zugesagt wurde, ja, wird nicht mehr in Anspruch genommen, aber das scheint wieder so ein bisschen ein Fragezeichen zu sein gerade, aber wir sind gespannt, was da kommt, aber mit Sicherheit sind da gerade Bemühungen da, ne, aufgrund der aktuellen Lage, dass das eben nicht so der Ausstieg so wie geplant stattfindet. Oder beziehungsweise gilt ja noch die alte Planung bis 2035, wo jetzt, sage ich mal, das, was jetzt im Koalitionsvertrag, im aktuellen, im Bund drin steht, auch noch gar nicht berücksichtigt ist. Also sozusagen, diese Arbeit wurde ja noch gar nicht verrichtet sozusagen, und jetzt kam praktisch so der nächste Einschlag, und jetzt wissen so im Prinzip alle nicht mehr so richtig, was jetzt passiert. Ja. Wie läuft es bei euch mit Nahrungsmitteln oder Landwirtschaft? Habt ihr da was Eigenes oder importiert ihr das dann alles aus Leipzig heraus? Oder wie läuft das bei euch? Na, unsere Vision ist natürlich eine solidarische Landwirtschaft mit auch einem Dorfladen. Weil wir aber an keine Flächen kommen, an keine Häuser, sind wir natürlich noch in dieser Abhängigkeit. Also Thema Ernährungssouveränität steht noch auszugestalten. Ich wiederhole es kurz, war die Frage, ob die Flächen noch da, überhaupt Flächen da sind, genau, für Landwirtschaft. Ja, um das Dorf sind Flächen, aber im Besitz von der MIPRAG oder der Agros, und genau, an die Flächen ist kein Herankommen bisweilen. Ja, danke schön. Gibt es noch Fragen? Das scheint nicht so. Dann nochmal die Frage an euch, ob ihr noch etwas abschließende Worte loswerden wollt. Fühlt euch willkommen, Pödelwitz zu besuchen. Ja, kommt vorbei. Ja, ist auf jeden Fall ein eindrucksvolles Erlebnis. Also, und so Vogelgezwitscher und Baggergeräusche so in Kombination. Ist doch ziemlich bizarr. Genau, und wir sind jetzt hier vorne gleich unten bei den Sofas noch, wenn ihr Lust habt, mit uns noch weiter zu sprechen, im Austausch zu sein. Kommt gerne auf uns zu. Super, dann vielen Dank euch. Nochmal einen Applaus für euch beide.